Hip-Hop-Beats und variationsreiche Kompositionen. Darmstadt! Nimm die Hand hoch! Deine Freunde performen eine mitreißende Bühnenshow. Schon zum zweiten Mal sind die drei Hamburger zu Gast in Darmstadt. Mit witzigen, intelligenten Texten und gut produzierter Musik sind sie ein ganz besonderes Erlebnis des Merck-Sommerperlen-Festivals. Denn hier gehen mal die Kinder mit ihren Eltern ins Konzert. Lass mich nicht weiter stören. Ich würde antworten sofort. Leider verstehe ich kein Wort, denn ich höre dir gar nicht zu. Eine Gitarre, Pauline! Mit dem Echo sprechen sie über ihre Musik. Das kam ganz automatisch und es war ein ganz natürlicher Prozess, dass wir in unseren Texten zum Beispiel den Kindern auf Augenhöhe begegnen, weil wir uns für die Art von Musik, die wir machen, nicht verstellen müssen. Für uns wäre das eher vom Gefühl her so, dass wir uns verstellen müssten, wenn wir uns jetzt rote Clownsnasen irgendwie aufsetzen und so dieses Hey Kinder, tralala und so. Das ist halt nicht unser Ding. Wir wollen den Kindern so begegnen, wie wir sind und haben auch in unseren Texten und haben immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Kinder das auch absolut verstehen und dass man denen gar nicht immer irgendwie ein Einhorn über einen Regenbogen jagen muss, sondern einfach auch so die Texte aus dem Leben greifen kann, wie das Leben halt so ist. Nach 75 Minuten ist das Konzert vorbei und die Luft im Raum verbraucht. Woher kennen die Zuschauer die Hamburger Musiker und wie hat es ihnen gefallen? Also ich habe eine CD von meiner Freundin gekriegt und die fand ich dann einfach sehr gut. Und im Urlaub, das letzte Jahr, da habe ich die Musik von meinem Freund gehört und da war das halt auch drauf und die fand ich lustig. Und da sind wir immer in Sardinien rauf und runter mit dem Handy gelaufen und haben die Musik gehört. Ich habe es in der Betreuung kennengelernt. Da haben wir das gehört und ich fand das Konzert heute sehr cool und es war mein drittes schon. Ich fand das Beste, dass ich eben schon jede Lieder mitsingen konnte, weil ich schon CDs habe davon. Ich war das erste Mal da. Aber das mit den Hüpfen fand ich schön. Also ich fand die Lieder am besten und wie die gesungen haben. Ja, ich fand das Lied Häschen hüpf am besten, weil ich das halt auch schon auswendig kenne und mir gefällt es einfach dann, wo die dann auch halt, wo halt vom Biber bis zum Bär, das gefällt mir. Manuel? Mir hat sehr gut gefallen, alles, nämlich mit dem Hüpfen und Singen, aber mir war dann auch mal die Puste ausgegangen. Und beim nächsten Lied werde ich hoffentlich wieder dabei sein. Also es macht so einen Spaß da. Richtig toll.